Herr Olaf Scholz, sind Sie Freimaurer? Na, Herr Scholz, ist alles so lustig. Aber an Ihrer Stelle, ja, da würde ich wahrscheinlich auch lachen. Gleich geht's weiter. Ganze 3/4 der Bevölkerung in Deutschland sind mit ihrer Arbeit unzufrieden. Ich weiß zwar nicht mehr, was es da zu lachen gibt, aber sie finden Frieden schaffen ohne Waffen extrem lustig. Schauen wir mal kurz rein. Also ich meine, Frieden schaffen ohne Waffen, das finde ich total lustig. Frieden schaffen ohne Waffen, das finde ich total lustig. Ja, die Bevölkerung verhöhnen. Das konnten Sie ja schon immer ganz gut. Aber wissen Sie, bei Ihren ganzen Wahlkampfauftritten, wo Sie jetzt hinreisen werden, da wird es so aussehen wie in München und letzte Woche in Düren. Tja, Sie ganzen Politiker, Sie können mittlerweile nur noch mit einem Riesenaufgebot von Polizeischutz auf irgendwelche Wahlveranstaltungen gehen. Das zeigt ganz klar, dass die Bürger extrem unzufrieden sind. Um genau zu sein, 3/4 der Bevölkerung in Deutschland ist unzufrieden mit Ihrer Politik, Herr Scholz, und auch mit der Ampel. Jawohl, super. Und sagen Sie, Herr Scholz, Sie lachen ja immer so wunderbar. Ich würde, glaube ich, auch lachen an Ihrer Stelle. Wissen Sie, wenn ich Freimaurerin wäre und so wie Sie halt auch, gell? Und wissen Sie noch, 275. Jubiläum der Freimaurer in Hamburg? Ja, da hat man Sie natürlich auch eingeladen. Als ehemaliger Bürgermeister haben Sie dann in der Freimaurerloge erstmal eine Rede gehalten. Oder wissen Sie auch noch, 300-jähriges Jubiläum Freimaurerei in Hamburg? Jawohl, da haben Sie auch ganz groß eine Rede gehalten. Was hält eigentlich die Bevölkerung davon? Die Zeit war reif für Veränderung. In dieser Phase des Übergangs fiel die Gründung der Londoner Großloge am 24. Juni 1717. Sie war ein Signal des Aufbruchs und der bürgerlichen Emanzipation. Hamburg, das schon damals auf eine lange Tradition der Weltoffenheit und Toleranz zurückblicken konnte, war besonders empfänglich für die Ideale der Aufklärung und wie prädestiniert für die Freimaurerei, die diese Ideale aufgriff. Und so überrascht es nicht, dass die erste deutsche Loge 1737 in Hamburg entstand. Sie trug zunächst den Namen, französischen Namen Loge d'Hambourg und wurde später in Absalon zu den drei Messen umbenannt. Sagen Sie, Herr Scholz, sind Sie Freimaurer? So wie einst Axel Springer auch? Naja, die Freimaurerei dient natürlich nur zum Wohle der Bevölkerung, selbstverständlich. Genauso wie Herr Bill Gates ein Philanthrop und ein Menschenfreund ist. Jawohl. Sagen Sie, Herr Scholz, ich würde an Ihrer Stelle auch lachen. Die große Pension wartet schon auf Sie. Sie sollen ausgetauscht werden. Man versucht jetzt natürlich den ehemaligen BlackRock-Aufsichtsratsvorsitzenden Friedrich Merz in Ihr Amt zu hieven. Aber ich denke mal, das würde ausgesprochen schwierig werden, weil Herr Merz, es ist bekannt, dass Herr Merz mit dem Finanzexperten BlackRock groß verbandelt war. Und wer glaubt, dass er, nur weil er seinen Posten geräumt hat, die Verbindung nicht mehr hält? Ich bitte Sie, ausgesprochen unwahrscheinlich. Ja, meine lieben Bürgerinnen und Bürger, man versucht ihn jetzt natürlich den Herrn Merz vorzusetzen. Viele Alternativen gibt es ja zurzeit nicht mehr von den Altparteien. Und Zauber die Zauber, hoppla die hopp, kommt der Herr Merz um die Ecke. Ja, wer BlackRock noch immer nicht kennt, für den nochmal zur Information. BlackRock ist ganz groß in der Politik verbandelt. Ein Unternehmen aus den USA, Larry Fink, groß im Bilde. Und jetzt raten Sie mal, die Politik, ob die Frau Merkel oder die jetzige Regierung, ja, sie wird beraten von der Firma BlackRock. Und wer jetzt auch immer sagt, ja, Herr Merz argumentierte ja immer mal damit, ja, sie, aber die haben doch nur 3% von den Unternehmen, manchmal 3-5%. Ja, aber es ist schon ausgesprochen merkwürdig, dass alle 40 DAX-Unternehmen in Deutschland tatsächlich von BlackRock
mitfinanziert werden. Jawohl, Anteilsnehmer sind, Entschuldigung, Anteilshaber sind. Ja, und dann ist da ja nicht nur BlackRock, wir hätten dann ja auch noch Vanguard und State Street. Ja, das sind Unternehmen, die dann auch wiederum von BlackRock mit eingearbeitet sind und dadurch entstehen diese ganzen Verflechtungen. Und wenn Sie glauben, dass Sie alle hier als Wähler noch irgendetwas zu sagen haben, da kann ich Ihnen nur eins sagen, es geht niemals um Ihr Wohl. Es geht immer um das Wohl der Wirtschaft, der globalen Elite und das Geld wird munter verteilt, denn die Bankenkrise in den USA 2007, 2008 diente eigentlich für BlackRock. Eigentlich haben die sich da erst so richtig gesund gestoßen und haben endlich den großen Schritt nach Europa geschafft. Jawohl, und dann hätten wir noch die Young Global Leaders, die auch noch eine wichtige Rolle in Deutschland in der Politik führen. Und da haben wir die Frau Baerbock, den Herrn Spahn und wen haben wir noch? Da war noch jemand ganz Wichtiges. Baerbock, Spahn, ach den Habeck, ach wie konnte ich den Herrn Habeck vergessen? Ja, die ganze Klimascheiße und das Ganze, was man Ihnen hier verkauft, ist eine Enteignung auf kurzfristige, langfristige Sicht, je nachdem, wie man das beurteilen kann, wie viel Geld Sie in der Tasche haben. Und wenn Sie tatsächlich glauben, dass dieser Staat an Ihrer Tür eines Tages klopft, an Ihrem Eigenheim und sagen wird, so, jetzt gibst du mal den Schlüssel ab, dem kann ich nur sagen, nein, Sie enteignen sich munter, munter, alleine. Sie graben sich Ihr eigenes Grab. BlackRock in allen 40 DAX-Unternehmen in Deutschland involviert. 18.000 Unternehmen weltweit, wo BlackRock seine Finger drin hat, mit zusammen mit Vanguard und State Street und noch vielen anderen. So, meine lieben Bürgerinnen und Bürger da draußen, ja, Sie werden jetzt enteignet und deswegen lacht der Herr Scholz auch immer so amüsiert, der lacht sich eigentlich nur tot. Wie gesagt, hätte ich die Agenda von Herrn Scholz in meinem Kopf und hätte das durchführen wollen, ich würde auch lachen, ich würde munter lachen, wenn Sie Ihre Gasheizung austauschen müssen oder einfach nur so einfach mal in die Armut getrieben werden. Sie werden jetzt in die Armut getrieben, Sie werden einfach so viele Auflagen bekommen, dass Sie Ihr Eigenheim nicht behalten können. Wie gesagt, Sie schaufeln sich Ihr eigenes Grab. E-Auto, Sie haben sich ein E-Auto angeschafft. Großartig! Sie legen sich Ihre Ketten selber an. Diese Fahrzeuge werden Sie nicht mehr reparieren können. Sie werden in eine Abhängigkeit rutschen und das ist auch gewollt, völlig forciert. Informieren Sie sich mal über die 15-Minuten-Städte, die Smart Cities. Sie werden aus Ihrem Eigenheim, über kurz oder lang werden Sie enteignet. Sie haben einfach kein Geld mehr. Naja, dann müssen Sie jetzt leider mal raus aus Ihrem Eigenheim. Ja, und dann können Sie, wie so ein Karnickel, können Sie dann in die Smart Cities ziehen. Ja, das werden tolle Zeiten auf uns zukommen. Ja, und wenn Sie denken, niemals, niemals, informieren Sie sich doch einfach mal. Machen Sie doch einfach mal, nur mal zum Spaß, gehen Sie doch mal ins Internet und oder schauen Sie in unseren Beiträgen. Sie werden ganz klare Indizien dafür finden. Sie werden enteignet. Und die Wirtschaft, die jetzt noch rumplärt, die Gewerkschaften, die jetzt noch immer in Deutschland rumplärren, dass die Wirtschaft so nach unten geht. Ja, ja, sie sollen nach unten gehen. Sie sollen Pleite machen. Sie sollen ihr Geld verlieren. Firmen wie BlackRock ziehen das Geld aus den Staaten heraus. Überall weltweit. Weltweit. Und hoppladihopp, da haben wir ja noch den Pandemieverfahren. Vertrag von der WHO. Ah, Sie wussten noch nichts davon. Oh, naja, es ist halt so, dass die Staaten gerade enteignet wurden. Kurz nach der Pandemie haben sie gar nicht mitbekommen wahrscheinlich. Ja, das haben die auch nicht so ganz öffentlich gemacht. Dafür sind dann so Leute wie wir da, die ihnen das immer wieder erzählen. Ja, der Pandemievertrag, der ist dafür da, dass die Souveränität der Staaten abgegeben wird. Auch Deutschland hat wunderbar mit unterzeichnet. Ja, und in der nächsten Pandemie, ja, Herrgott nochmal, da hat die Bundesregierung nichts mehr zu melden. Dann ist es die WHO. Ja, und jetzt raten Sie mal, die WHO, wer finanziert die WHO mit? Denken Sie nach. Richtig, Bill Gates. Mit einer horrenden Summe, das kann ich Ihnen sagen. Also, passen Sie auf sich auf. Die Enteignung ist in großen Schritten schon auf ihren Weg. Ihr Eigenheim hängt eigentlich nicht mehr so lange an ihr Eigentum. Überhaupt in Deutschland zu sagen, dass sie Eigentum haben, bei den Gesetzen, die man da hat, ist es aberwitzig. Also in diesem Sinne, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und genießen Sie die Enteignung. Ach, und Herr Scholz lässt sich auch übrigens impfen. Das fünfte Mal hat er schon gesagt. Ach ja, übrigens, die Pandemie, die wird jetzt ganz sicher wieder im Herbst kommen. Und wie gesagt, Herr Scholz wird sich impfen, fünfmal.
Es ist aber witzig zu glauben, dass Herr Scholz auch nur eine einzige Genspritze zu sich genommen hat. Vielen Dank fürs Teilen, vielen Dank fürs Zuschauen. Solche Dinge müssen publik gemacht werden. Alles Gute Ihnen. Tschüss.